Bonjwa wird unterstützt von Twitch, der Twitch-App, Loot Chest und von euch, der Bonjwa Community. Willkommen zum Bonjwa Briefing. Es gibt unfassbare Neuigkeiten. Und ich bin auch dabei. Das ist eine der Neuigkeiten. Hallo, Matteo. Aber wir haben gar kein Intro, ne? Nee, gibt nicht. Hä, warum gibt es denn kein Intro für das Briefing, was jede Woche ist? Hä, warum brauchen wir unbedingt für alles ein Intro? Wir hatten für Twitch Plays so ein geiles Intro. Twitch Plays Bonjour. Das war das beste Intro, was wir jemals hatten, meiner Meinung nach. Nee, euer WoW-Intro war geil. WoW-Intro. Ja. Wie geht's dir, Niklas? Mir geht's hervorragend, muss ich sagen. Ich habe heute bereits, während ihr gestreamt habt, habe ich den Rasen gesät, ne? Wer gesehen hat, ich habe den Garten schon gemacht dieses Jahr einmal. Mhm. Ich hätte ein Vorher-Nachher-Bild posten sollen, weil die erste Reaktion in dem Foto war nicht, hey, ist immer ein toller Rasen oder voll der Acker. So. Ja, weil das ist ein Schattenrasen. Ja, jetzt habe ich Schattenrasen gesät. Ich hoffe, der kommt jetzt wieder durch, weil irgendwie, der verschwindet irgendwie jedes Jahr wieder so ein bisschen. Genau, dann bin ich spazieren gegangen und habe mir ein Eis gekauft. 4 Kugeln in der Waffel. Das war sehr geil. Welche Sorten? 2x Schoko, 1x weiße Schoko. Alter. Und obendrauf noch eine Kugel Mango. Hm. Ja, das war sehr, sehr, sehr lecker. Gut. Ja. Aber lass mal zu den wichtigen Sachen kommen, denn heute haben wir wenig Zeit und es gibt viel Neues. Und am Ende wollen wir auch noch Fragen beantworten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, bitte nicht jetzt stellen. Haben wir eigentlich eine Stimme des Chats? Und am Ende haben wir eine unfassbare Neuigkeit. Also ihr müsst unbedingt ganz da dranbleiben. Clickbait Deluxe. Und achso, ja, natürlich gibt es wie immer im Wochenrückblick das hier. Das ist mir extra Zeit, weil das so witzig aussieht. Der Chat sagt, du sollst in den zweiten Gang schalten. Okay. Oh, rip. Nein, das geht. Nein, rip. Ist rip. Oh Gott. Alter. Klar geht das. Alter. Aber Yoshi. Wir sind voll die Leute. Nein! Alter. Ja, ja, Alter, ist das ein Mann? What the fuck? Best of Bonchwars. Ich weiß, aber ich kann mich auch saukrass beherrschen. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich sterbe eher in diesem Format als ihr. Was, Jens? Auch. Der kann alles. Der kann Regie, Stimme des Chats, Lachen. Hallo? Irgendwie ist da gerade... Ey, wie du bei jeder deiner Antworten selbst lachen musst. Ich weiß, ich kann nicht mehr. Hab ich gesehen. Ich hab's genau gesehen. Wir müssen noch taktischer spielen. Ich hab beschossen. Was ist das? Nee, alles gut. Alter, Yoshi hat uns wieder getrollt. Oh, hallo. Nein, nicht. Weiter so, Mantel, du wirst merklich besser. Noch ein paar Runden und der Judge wird MVP. Alter, ich werde hier getrollt die ganze Zeit, Mann! Komm, Paul, wir fahren. Und hier drauf, bitte zu lange. Ist das euer Ernst? Ja, bleib mal stehen, Leon. Alter, kommt drauf. So. Tschüss, Matteo. Hey. Heute direkt eine Waffe. Ich bin runter! War gut zum Assassinieren. Was geht denn bei dieser Tür jetzt schon wieder ab hier? Hallo? Und hier, oder? Getrunken. Ertrinken? Nee. Was? 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 Aber okay, mach's einfach, das ist nicht viel Weil mehr das Geld. Ist ja nicht viel mehr ja, okay, Geld, genau. Bisschen Feierei, Alter. Das ganze Format ist eine Firefox-Werbung. Und jetzt zu Ende. Mega lange Bild. Der Judge ist amüsiert. Was ist denn das überhaupt? Da kommen die nämlich an, wieso geht denn das nicht? Keine Ahnung, was ich machen soll, oh mein Gott. Okay, das war wirklich das Dümmste, was jemand gemacht hat. Lest es nicht! Hör auf, das zu lesen jetzt! Irgendwann lehnt er sich so ganz weit zu mir rüber mit dem Buch und sagt so, sorry,
have one question. Aber irgendwie war der Zug so ein bisschen, der war nicht so laut, aber er war so laut, dass ich das Question nicht verstanden habe, ne? Und ich frag so, sorry, what? Und er, warum lachst du da jetzt so? Und ich frag so, sorry, what? Und er, sorry, I have one. Und dieses letzte Wort habe ich einfach nicht verstanden. Und ich, was hat er denn? Ist sein Buch? Ist irgendwas mit seinem Buch? Nein, dann ist deine Aufgabe zu sagen, sorry, ich habe keinen Bock auf deine Story. Keinen Bock auf dein Gelaber. Dick viel. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Leute etwas wissen, was du nicht sagst, aber was du denkst. Ich verstehe das nicht. Ich kann auch nicht aufhören, Circle zu spielen, auch wenn ich es irgendwann wollte. So. Eins Helm. Ich habe alles. Ich bin komplett happy. Wenn noch jemand 1 AK will, dann kommt der in 1 Haus, wo ich bin. Hi! Beim Tod, was? Leon! Yoshi, du bist so ein King. Aber Leon auch, Mann. Ihr seid richtige. Die erste Runde, die allererste Runde. Und ihr gewinnt das direkt. Jetzt will ich aber mitspielen. fuck! Nee! Du hast ihn! Was? Im Ernst? Du hast ihn aber verfuckt, Yoshi! Alter. Ja. Ah, nein! Nein! Es war noch einer von wo? Von wo? Es sind 2 Einser. Da, ich seh ihn. Hey, okay. Alter! Was, ja. Was bist du für ein Tier, Mann? Was bist du für ein Tier? Aber das stimmt doch nicht. Ich bin schon wieder ausgenockt worden, Mann! Eigentlich kann man da wahrscheinlich einfach rüberjumpen. Ja. Lol! Wer hat mich von hinten angeschoben? Niemand. Warte mal. Jens, du hast uns hier irgendwo auf irgendeine Insel manövriert. Und die anderen fangen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Oh, Andi, 1000 Liegestütze. Was habt ihr heute so gemacht? Nicht gelacht. Den ganzen Tag. Guten Abend. Ich geh in Sanctuary. Technical Difficulties? Ist das normal? Ja, vielen Dank für die Einsendung. Wenn ihr diese Woche wieder Clips seht, bei denen ihr denkt, wow, haben die Jungs sich wieder dumm angestellt, dann klippt das bitte und postet es in der Twitch-App in den entsprechenden Channel. Oh, ich kann es mal bei mir zeigen. Können wir auf meinem Bildschirm mal kurz gehen? Also, das hier ist die Twitch-App. Ja, das hier ist die Twitch-App. Hier oben sieht man den Stream. Hier ist der Chat. Hallo Chat, ihr könnt euch mal selbst winken. Und hier an der Seite sind die Fenster mit den verschiedenen Chats. Und wenn ihr hier auf Feedback wahrscheinlich geht, dann gibt es hier Stream Highlights. Und da sind gerade 612 neue drin, weil ich das von diesem Rechner noch nie gelesen habe. Und dann könnt ihr reingehen und dann postet ihr einfach den Twitch-Clip hier mit einem Link. Oh, da sind auch schon welche von heute, Gino. Und nicht zu knapp. Hier sind nice. Ja. Wie immer stellen wir für euch auch die Woche in Zahlen aus. Da können wir mal hier gucken. Und zwar... Ganz kurz, ihr sollt auf jeden Fall in dem Fragen-Channel, der auch unter Feedback beim Twitch-App steht, dort die Fragen reinposten, bitte. Entschuldigung, habe ich vergessen. Am Ende werden wir versuchen, noch Fragen zu beantworten, ein paar. Denn wir haben ja ein paar Themen heute. Deswegen jetzt schnell weiter. Also die Woche in Zahlen. In Zahlen war die eher schlecht. Oh, was? Wir haben nur 16.834 Zuschauerstunden gesammelt. Seitdem wir das hier tracken, ist das zweitschlechteste Ergebnis. Katastrophe. Das Sommerloch schon? Das ist das Sommerloch. Oder haben wir einfach schlechten Content gemacht? Lief kein WoW. Letzte Woche haben wir geilen Content gemacht. Wir hatten What the Fucked, was voll geil war. Wir hatten Lull. Wir hatten Player Unknown Battlegrounds. 2 volle Segmente. Ja, aber man muss sagen, wir reden über einige Formate, die eigentlich immer gut abschneiden, aber so langsam schlechter abschneiden. Oh, zeig mal. Sehr gut hat übrigens abgeschnitten. Straight Tormental. Echt jetzt? Ja. Es wird es aber erstmal nicht mehr geben. Das ist unsere Konsequenz. Die Sachen, die gut laufen, die sägen wir ab. Und das Sorry, ich kann da nichts hören. Dino hat keine Leidenschaft da drin. Und wir sind ja gerade dabei, unsere Werte zu neu definieren. Und da steht Leidenschaft an zweiter Stelle. Nach Ehrlichkeit übrigens. Aber später dazu mehr. Ich hasse dich. Hä, warum denn? Das ist doch okay. Wenn du keine Leidenschaft hast, dann... vielleicht findest du sie ja wieder. Aber wir wollen uns selbst nicht mehr pushen zu etwas, wo wir keine Passion für haben. Und das ist aktuell gerade bei Dino und StarCraft so, auch wenn das Format sehr gut ankam. What the Fucked lief nicht so gut. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Warum? Das ist irgendwie so ein bisschen gerade, ausgelaugt? 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 Kann ein Format ausgelaugt sein oder nur eine Person? Ein Format kann...
Ausgelutscht sein. Wir sind ausgelutscht, weil das entwickelt sich gerade nicht weiter und das kommt einfach, weil es kommt. So allgemein haben wir jetzt gesagt, nein, unsere guten Formate, wir wollen die jetzt nicht verbrennen, sondern legen davon erstmal welche auf Eis. Und polischen die. Genau, polischen die und bereiten alles dann in der nächsten Phase vor. Ja, die nächste Phase, Operation Studio, auch genannt. Ja, geht demnächst los, aber dazu gleich weiter mehr. Genau, und ansonsten, ja, hat sich nicht viel getan, außer dass hier ein paar neue Formate reingerutscht sind. Hier, Warcraft 3-Kampagne wurde ja gespielt. Das kam relativ gut an, also Rang 13 jetzt von 25 gelisteten Formaten. Bonjour Battlegrounds ist losgegangen. LOL ist hier auf Platz 18 Warum ist denn Battlegrounds in der Wertung drunter, obwohl es mehr Dings hat? Hier. Ja, aber die Zuschauer sind noch 782 zu Warcraft-Kampagne 780. Nein. Verstehst du nicht? Es lief zweimal. 782. Achso, und einmal 600. 623,5 durch 2. Ach so, ich habe das den zweiten Wert nicht gesehen. Da hat man nur 623 Viewer. Peak oder was? Nein, Zuschauerstunden pro Stunde. Ach so, jetzt verstehe ich das überhaupt, das ganze Zeug. Ich guck mir das nicht an. Nee, steht da nicht. Aber es geht nach der gleichen Matrix Gesamtzeit, die zugesehen wurde, in Stunden. Nur hier ist es der Durchschnittswert pro Stunde. Mhm. Das heißt, wenn du 6 Stunden gelaufen bist, kommt dir trotzdem nur ein Wert für eine Stunde. Das heißt, okay, die Werte für 6 Stunden werden zusammengerechnet durch 6 und dann hast du einen so einen Wert. Ja, ist auch besser so. Wenn zum Beispiel eine mal 4 hintersteht, dann ist das Format, also gibt's hier schon, ist das schon 4-mal an dem Tag gelaufen. Das heißt, 4-mal geht dieses Rating dann ins Gesamtrating ein. Alles klar. So, genau, dann Borderlands Co-op ist hier unten eingestiegen. Das wurde ja nochmal tryen, ne? Ja. Ja, und ansonsten nicht so viel getan. Noobs in Kitchen lief gar nicht gut diese Woche. Das ist auch eins der Formate, was erstmal nicht, was erst mit dem Studio wiederkommt. Mit der neuen Küche. Mit der neuen Küche. Genau, und dann gucken wir schnell auf den Programmplan diese Woche. Denn da tut sich dementsprechend was. Erst einmal fängt mein StarCraft-Training wieder an. Oh. Ich habe wieder richtig Bock. Ich habe auch ein paar Spiele gemacht. Und heute Abend werden wir direkt starten. 21 Uhr dann mit Honor's Esports Dojo. Da hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen beim letzten Mal. Und zwar wird Honor greift durch. Wenn es das gibt, wird es das nur einmal die Woche geben. Und zwar nur eine Stunde, wie früher. Und dann extrem gut vorbereitet. Und im Esports Dojo trainieren wir dafür und eben auch für andere Spiele. Zum Beispiel heute Abend spielen wir ab 23 Uhr eine Stunde lang nochmal Warcraft 3, The Frozen Throne im Multiplayer. Ja. Achso, das war Jens. Genau, und dann gibt es heute das Minecraft-Event, das hatten wir gerade schon mal, ne? Ab 19 Uhr bis 21 Uhr mit Gino und Matteo. Jo. Morgen geht es dann direkt weiter mit StarCraft-Training und dann werden wir die Warcraft 3-Kampagne aber weiter gespielt, weil die eben gut ankam und die Leute sich das weiter wünschen. So, Mantle of Honor wird es ab sofort auch nur noch eine Stunde die Woche geben, ne? Zumindest die aufgezeichnete Folge. Eine sehr gesunde Dosis, meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch. Hat man auch in der letzten Folge direkt gemerkt. Ne? Da waren wir beide viel frischer und besser drauf auch. Genau, wir wollen uns eben bei einigen Formaten auf diese eine Stunde fokussieren und andere Formate, wie zum Beispiel das Esports Dojo, werden auf den Live-Charakter weiter getrimmt. Das heißt, mehr Interaktion mit dem Chat. Ne? Der Chat soll immer weiter in den Mittelpunkt rücken, in allen Formaten. Außer eben den Formaten, wo wir eine Stunde wirklich quasi fokussiert auf das Spiel. Ja, richten. Oder eben auf den Inhalt, wie zum Beispiel bei What the Fuck, wobei da ja der Chat auch dabei ist und mitspielt quasi. Aber das wird eben auch ein bisschen weiter überarbeitet. Genau, dann bekommt Jens eine zweite Chance mit LOL. Stopp, davor. Ach so. Hauke macht ein neues Format. Denn What the Fuck ist ja erstmal eingefroren, aber Hauke ist ja trotzdem weiter dabei. Deswegen hat Hauke gesagt, ey, ich habe hier noch das auf Lager. Und zwar ist der Arbeitstitel erst einmal Walk and Talk. Und das ist ein Minecraft-Format. Und das ist ein sogenanntes Call-In-Format. Das bedeutet, also der Pitch von Hauke war folgendermaßen ungefähr, er läuft einfach so weit, wie es geht, in eine Richtung, in Minecraft, und hat immer einen an der Seite, der random aus dem Chat einfach dazukommt über die Twitch-App, der dann reingezogen wird von uns, von irgendeinem Admin und von den Rocket Miners neben Hauke direkt platziert wird auf der Map. Und die beiden versuchen dann so weit wie möglich zu kommen und reden dabei über ein Thema. Das ist der Pitch. Und das möchte Hauke ausprobieren. Gibt es
diese Woche zum ersten Mal ab 20 Uhr. Genau, mit den neuen Formaten werden wir es ab sofort folgendermaßen machen, dass wenn sie von uns zugelassen werden, dass wir sie einfach ein-, zweimal ausprobieren, genauso wie LOL, ne? Und dann gucken, ob das was ist. Genau, dann League of Legends kommt dann zu später Stunde, Haukes Salzhöhle, diesmal 2 Stunden. Und am Donnerstag wird dann Players Unknown Battlegrounds, Bondra Battlegrounds laufen mit dem Viererteam, also Matteo, Yoshi, Leon und Burner. Und abends gibt es noch eine Runde Borderlands. Das ist die Woche, in der Matteo jetzt auch noch hier ist. Genau, zum Thema Content haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ihr müsst wissen, wir hatten eine große Gesellschafterversammlung am Samstag. Also Gesellschafter sind diejenigen, die ein Unternehmen eigentlich gehört. Und das sind ja bei uns Matteo, Hamu, Yoshi und meine Wenigkeit zurzeit, also die aktuellen Gesellschafter. Und wir haben uns einfach mal einen kompletten Tag hingesetzt und alle möglichen Dinge gesprochen. Auch alles, was aktuell so fehlt. Also was sind eigentlich die aktuellen Werte jetzt wirklich von Bonjour? Ne? Denn wir haben ja irgendwann mal was geschrieben, aber so richtig praxisnah und aktuell ist das nicht mehr. Wie sieht denn eigentlich unsere Unternehmenskultur aus? Ne? Also mit was für Leuten wollen wir eigentlich arbeiten? Mhm. Und wie funktioniert eigentlich das Ganze, auch wenn wir jetzt irgendwie anscheinend ein bisschen größer werden? Inhaltlich. Was für ein Content machen wir denn überhaupt? Ne? Die ersten beiden Punkte, das muss erstmal alles genau ausformuliert werden, was wir da für uns erstmal beschlossen haben. Aber den Content können wir schon mal sprechen. Auf jeden Fall sind wir nicht mehr Think E-Sports, das haben wir ja schon mal zusammen mit euch festgestellt und das lesen wir auch immer wieder im Chat, so, hä, ich will mal E-Sport, das ist doch Think E-Sports, sondern der Fokus ist klar auf Gaming, aber E-Sports bleibt weiterhin und wird ein großer Teil davon bleiben. Es wird auch Non-Gaming-Content laufen, aber der wird nur sehr reduziert laufen und wenn es was gibt, was Non-Gaming ist, dann wird es ab sofort viel mehr unter die Lupe genommen, genau, als es eben bisher der Fall war. Und es muss halt einen Mehrwert haben und es muss gerechtfertigt sein, warum das Format live läuft. Das ist eben sehr, sehr wichtig bei Non-Gaming-Content. Genau, und zu dem Think Esports. Ihr kennt ja unsere Geschichte. Ne? Es fing alles an quasi mit mir und ich bin E-Sportler. Ich bin immer schon StarCraft-E-Sportler gewesen. Schon bevor es überhaupt StarCraft gab und ihr überhaupt auf der Welt wart, war ich schon StarCraft-E-Sportler. Ja. Und dementsprechend haben wir damit angefangen und haben jetzt aber festgestellt, dass durch die verschiedenen Charaktere es nicht mehr so Hardcore-E-Sport ist einfach. Und das Ziel ist ja, dass wir eben die verschiedenen Charaktere in den Fokus bringen, also vor allem eben Hauke, Gino, Matteo, Niklas als Vierer-Konstellation. Und da ist eben nicht alles E-Sports. So, ich natürlich als meine persönliche Aufgabe und Leidenschaft habe weiterhin E-Sports in den Fokus zu rücken und viel damit zu machen und wir werden da auch viel mitmachen, aber wir sind eben vor allem Gaming. So. Und es wird Non-Gaming-Content geben, aber eben nur sehr wenig. Das sind erstmal so die, die Regularien quasi. Und wir sind eben ab sofort auch auf der Suche nach einem neuen Slogan. Zu den Werten von Bondra ist zu sagen, dass wir für uns auch nochmal festgestellt haben, gerade mit der ganzen mit der Twitch Plays Bondra-Geschichte, dass wir vor allem Content machen wollen, in den wir unsere Leidenschaft stecken können. Ja, also wir möchten auf keinen Fall Content machen, nur weil der gut läuft. Das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Genau. Also wenn man etwas machen muss, wo man keine Leidenschaft für entwickelt hat, dann ist es einfach etwas, wo man selber keine Leidenschaft übertragen kann auf den Zuschauer. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, ihr sollt dabei Spaß haben, wie wir bei etwas Spaß haben. Wenn wir uns durch irgendwas durchquälen, wir hatten ja 2, 3 Spiele, die wir eigentlich nur gespielt haben, weil wir dachten, ja, das vielleicht kommt es ganz gut an. Das funktioniert einfach nicht. Dann haben wir keinen Spaß und dann habt ihr keinen Spaß, wenn ihr dabei zuseht. Und dadurch ist es halt so ein Win-Win-Ding oder ein Lose-Lose-Ding. Das heißt, wenn wir Leidenschaft für ein Format entwickeln können, dann könnt ihr das auch als Zuschauer. Exakt. Und es ist eben auch uns wichtig, dass wir Spaß an den Formaten haben. Ja, also, dass wir unsere Leidenschaft da reinstecken können. Und wenn das eben der Fall ist, dann werden wir automatisch die Leute anziehen, die wir damit motivieren können oder die ebenfalls daran Spaß haben können. Und das ist eben das Ziel, Leidenschaft. Sehr großes Stichwort. Wird auch ein großer Wert
beziehungsweise ist ja, aber wird nochmal genauer definiert, wie das genau aussieht. Genauso Ehrlichkeit. Ja? Wir hatten bisher noch nicht wirklich Ehrlichkeit in unseren Werten, aber das wird jetzt an allererster Stelle stehen, denn wir bauen das ganze Ding ja zusammen mit euch, mit der Community auf, beziehungsweise wir sehen uns ja selbst als Teil der Community und wir werden euch einfach auch mal alles weiterhin ehrlich kommunizieren. Ne? Alles, was safe ist und ihr wisst, wir sind ein Unternehmen und den Faden verloren. Ja, also der Punkt ist, dass wir einfach nicht nur ehrlich sind, sondern ihr seht es ja auch hier an den Zahlen, die Niklas immer vorbereitet, wir sind auch super transparent. Wir reden mit euch absolut offen, auf Augenhöhe über das, was wir machen. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann ist es nicht über hinter einem irgendeinem Vorhang und dann sagen wir, ja, ist jetzt vorbei, weil das und das oder wir sagen gar keinen Grund, sondern wir sagen euch ganz offen, das sind die Zahlen, das sind die Fakten. Unsere Gedankengänge sind folgende. Und wir teilen die halt mit euch. Und das ist uns wichtig, dass wir da alle in einem Boot gemeinsam sitzen und es gemeinsam entscheiden. Der Chat hat übrigens einen guten Vorschlag, wie das wie zukünftig der Slogan sein soll. Und zwar Bonjour, so wertvoll wie ein kleines Steak. Ist schon ganz gut. Ja? Ist okay, aber Steaks sind nicht so super nachhaltig. Ja, hier, Lacronimo schreibt, RBTV 2.0. Nein, da haben wir auch drüber gesprochen. Der Vergleich zu Rocket Beans ist ja immer sehr aktuell bei uns, was einfach daran liegt, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben und nach wie vor gibt es ja auch immer mal wieder ein Format mit denen. Und wir haben eben angefangen, erst Sachen auszuprobieren mit dem Vorbild Rocket Beans, ganz klar, weil man probiert da auch Sachen aus, die man woanders sieht, mit seiner eigenen Variation davon. Aber wir haben für uns beschlossen, wir möchten auf keinen Fall in die Richtung gehen, in die die Rocket Beans gehen, nämlich klassisches Fernsehen. Ja. Ne, das ist ja ganz klar das, was Rocket Beans macht als Produktionsfirma. Und da möchten wir nicht hin. Unser Content soll viel mehr, noch viel mehr als jetzt, auf live getrimmt werden. Und die Community soll noch viel mehr in den Vordergrund rücken. Ja? Genau. Das heißt, der Chat soll viel interaktiver eingebunden werden. Es soll viel mehr mit euch kommuniziert werden. Und ihr sollt immer ein Teil von dem sein, was wir zusammen machen. Und unsere Formate werden ganz klar auf live getrimmt. Ja, weil das klassische Fernsehen ist halt eine One-Way-Road. Da wird einfach was ausgespielt und es gibt keinen Kanal zurück. Und wir wollen genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir wollen zur Community hin, dass es immer einen Feedback-Kanal zurück gibt und dass die Person, die hier vor der Kamera sitzt, immer Feedback von dem Chat bekommen kann und darauf eingehen kann. Und das haben wir in den letzten Monaten schon ein bisschen mit der Stimme des Chats versucht und auch gemacht, aber wir wollen da noch viel weiter hin. Wir wollen, dass wir Sachen vor der Kamera gemeinsam mit dem Chat erleben. Ja, und dass wir eben auch die Community zu uns hinholen. Ja, wir planen noch kein genauer Zeitpunkt, aber wir haben festgelegt, dass wir als nächsten großen Schritt neben dem Programm, was wir auf den Stream zeigen, Offline-Events zusammen mit euch machen möchten. Show-Events, wo ihr dran teilnimmt als Publikum und eben auch Content wissen wir jetzt noch nicht genau, was wir machen, aber das ist der nächste Schritt für uns, ja, weil wir möchten Dinge machen, die es noch nicht gibt. So, und wenn wir jetzt einfach sagen, ey, Rocket Beans funktioniert, lass uns das genau das Gleiche machen, das ist doch scheiße, das ist für uns scheiße, das ist für euch scheiße, so, ja. Wir wollen eben was Neues machen, wir wollen Innovation bringen und für uns ist halt der nächste Schritt, mehr mit der Community und eben auch Offline-Events zu machen und das ist das, woran wir als nächstes sitzen, ja. Ja. So, dann, ihr wisst ja, das Studio kommt und wir haben natürlich jetzt noch eine wirklich große Ankündigung, nämlich Matteo kommt nach Hamburg. Ja, nicht zuletzt dank euch ist das Ganze möglich. Ich habe mein Privatleben komplett gekappt. Nein, aber der Punkt ist folgender. Ich will ja schon die ganze Zeit nach Hamburg. Ich habe auch mega Bock auf Hamburg und ich habe mega Bock auf Bondra. Und um Bondra komplett machen zu können, muss ich einfach hier sein. Und ich habe auch am meisten Spaß, wenn ich hier im Studio sitze mit den Jungs oder auch alleine, ist es einfach viel schöner, hier zu sein und Content zu produzieren und mit euch zusammen das zu erleben. Also wenn ich zu Hause sitze in meiner Bude, da ist auch ganz witzig, wenn ich mit Andi mal Judgmental mache oder so, aber es ist einfach besser, hier vor Ort zu sein. Und deswegen werde ich ab jetzt aktiv danach suchen, mir eine Wohn- bzw. Lebensmöglichkeit hier anzuschaffen in Hamburg. Man nennt es auch Wohnung? Ja, vielleicht eine Brücke oder sowas. Mal gucken, was sich da so alles ergibt.
Und dann komme ich nach Hamburg und spätestens, wenn das neue Studio richtig startet, bin ich dann Vollzeit hier und werde dann Vollzeit im Studio. Volles Rohr. Ja, werde volles Rohr da vor der Kamera abgehen. Habe ich mega Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Gut. Der Chat freut sich ein wenig. Super, der Chat. Guck mal, Matteo, wir sich alle freuen. Ich freue mich mit dem Chat. Das ist der logische nächste Schritt, ja? So, und Matteo kommt nach Hamburg. Dann sind wir alle hier. Und dann geht's los, Leute. Oh, ihr wisst gar nicht, was wir alles in der Pipeline haben. Das geht so bam, 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 zack, zack, zack. Wir haben alle so Bock. Ha. Und pass auf, Leute, das ist noch nicht alles. Ja? Was fehlt eigentlich die ganze Zeit? Nämlich die Academy. Ja. Oh. Und wir können euch jetzt sagen, wir werden an der Academy aktiv weiterarbeiten, weil wir es ab dann können, ab September. Ja. Und zwar werde ich ab dann erstmal keinen eigenen Content vor der Kamera machen. Das heißt, ich werde nur in Formaten auftreten, die von anderen betreut werden und werde mich ab da aktiv auf die Fertigstellung der Academy fokussieren. Vorher geht's einfach nicht. Ja? Aber ab dann geht's los. Genau. Und in dieser Zeit werden Yoshi und ich für das Programm Academy Q4 2019 confirmed. Also, wer weiß, ich bin selber gespannt, wenn du dich da einschließt und dann dran werkelst, was da so abgeht. Ja, jedenfalls werden dann Yoshi und ich uns drum kümmern, was auf dem Sender zu sehen sein wird. Und da freue ich mich auch schon selber drauf. Mega Bock. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ab September, denn vorher ist ja auch noch eine Gamescom. Da gibt es vielleicht demnächst auch noch Neuigkeiten zu. Ja. Ja. Es tut sich viel, es wurde viel entschieden, also in dieser ominösen Gesellschafterversammlung dann auch. Und der Fokus ist klar wiederhergestellt. Ja. Wir sind fokussierter als je zuvor. Wir haben genaue Ziele und werden euch daran Schritt für Schritt teilhaben lassen. Und ja, das ist alles toll. So, und das Studio, das bauen wir natürlich. Ne? Wir sind natürlich jetzt auch, Matteo war das erste Mal auch mit. Mhm. Aus der Woche davor haben wir auch noch einen zweiten Rundgang. Und was da passiert ist, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wundervoll. Niklas hatte Bock zu klatschen und wir sind heute wieder im Bonchwa Studio Take 2. Also heute kriegen wir den zweiten Rundgang verpasst und werden wieder dumme Fragen an Bauarbeiter stellen. Viel Spaß. Hallo Niklas. Hallo Cedric. Hast du Spaß? Ich habe richtig Spaß und richtig gute Laune und ich habe Kaffee und der ist schwarz und der ist heiß und der ist geil. Hast du Bock uns rumzuführen in deiner neu errichteten... Ja, Cedric, erinnerst du dich noch? Weißt du, wo wir hier sind? Guck dir das mal an. Das sieht verdächtig nach Eingangshalle aus, die allerdings ziemlich gepimpt wurde seit dem letzten Mal mit wunderschönen nach Klinik aussehenden Rigips. So, gehen wir mal rein. Oh, wir haben ja auch Partner gerade am Laufen. Hier links Familie Masni, Familie Behrens am Start. Die machen gerade Kaffeepause. Ja, ist viel passiert. Hier sind nämlich schon mal Nägel, Schrauben, die kommen hier aus der Wand. Ja. Da wollen wir nämlich Matteo aufhängen. Ist das nicht ein bisschen eine komische Form so? Mit so? Wie willst du ihn da aufhängen? Hättest du nicht ein Kreuz machen können oder so? Nee, wir sind ja nicht religiös. Nee, aber hier seht ihr ganz viel Baumaterial. Das sind OSB-Platten, nämlich, ja, die habe ich mit Gino hochgetragen, fast alleine. Und da hinten, genau, das sind Gipsplatten. In der Küche ist, wir können doch mal bevor wir hier das große Ganze zeigen, hier die Küche von der anderen Seite. Hier seht ihr nämlich die fertige Wand, ja, genau. Glaubst du? Hier, Achtung, Freunde, das ist unser Wasseranschluss. Und ich glaube, das ist schon Strom auch. Ich weiß nicht. Abwasser ist das. Hier bleibt frei, also keine Küchenzeile, sondern hier kommt so ein Tisch hin und hier wahrscheinlich eine Bank. Dann können wir hier so sitzen. Setz dich mal. Okay, ich sitze. Hier. Und dann können wir hier essen. Also wir sind jetzt die Jury von Noobs in Action und wir sagen dann Noobs in Kitchen und sagen, oh, ist voll anstrengend, oder? Kannst du das noch halten? Genau, die sitzt dann hier und da, wo die Kamera jetzt ist, da filmt die dann auf Jury-Video. Ja. Macht und ja. Wird es dieses Mal dafür auch Musik geben, um die Kaugeräusche zu übertönen oder wieder nicht? Nö, und man darf nicht wieder zuhören? Kaugeräusche hören wir uns auch wieder zu. Okay. Und dann kommt hier unsere Küchenzeile hin. Komplett. Ja, wir haben schon eine Küche im Auge. Es wird ja die Captain Kitchen. Bei TWT Captain.
hat nämlich, muss man auch mal sagen, 2000 Euro ausgegeben, damit er dieser Küche einen Namen geben kann. Das ist total heftig, auf jeden Fall. Das ist richtig heftig. Also, ne, die Captain Kitchen will das denn. Und dann wird hier noch so ein Tresen lang gebaut. Das heißt, wir können hier in die Kamera reinarbeiten. Ne? Und hier haben wir schon mal den Kasten gebaut. Hier kommt noch das Fenster rein. Das machen wir gleich sogar heute noch als nächstes. Ja, und Herr Mufin, das hier gerade schon. Hier hat sich einiges getan, Freunde. Wir sind nicht nur fertig mit dem Holzgerüst außenrum. Habt ihr bestimmt mal schon ein paar Fotos auf Twitter gesehen. Wir haben nicht nur die USB-Platten dran, sondern wir haben jetzt auch gerade heute noch, ja, gerade frisch haben wir die Rigips, nicht Rigips, das heißt Rigips. Ich dachte früher auch immer, dass USB-Platten USB-Platten heißen, also ist ja, okay. Aber ich weiß es jetzt, USB-Platten, Rigips ist dran. Ja, und jetzt kommt noch die richtige Scheißarbeit, weil der ganze Kack hier, ja, das ganze Gipskack, muss alles verspachtelt und geschliffen werden. Ja, das macht richtig Spaß. Und da kannst du mir auch mithelfen. Das willst du gar nicht. Wie groß das hier ist, wenn wir hier so stehen, das ist halt ein Set. Ne? Wir überlegen gerade noch, wo was denn kommt, aber eventuell wird das hier die Stehmoderation auf der Seite. Es steht immer noch nicht fest, nagelt mich jetzt nicht fest. Ja, das war nur mein Entwurf, dass man hier macht man so eine Stehmoderation für, keine Ahnung, die Stimme der Chats kann hier sitzen am Laptop und alles vorlesen. Dino kann hier seine Sportshow machen, wenn er eine haben will. Auf der Seite, das steht alles noch nicht fest, aber wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, das ist nur aus mein Vorschlag, wird hier unser jetziger Tisch stehen. Dann hier noch irgendwie den zweiten Tisch. Der ist irgendwie drei Plätze lang, damit man dann Two-on-Two spielen kann, damit man irgendwie, wenn zu man Counter-Strike, nee. Ach so, die beiden Tische. Genau, zwei und drei und dann kann man zu fünft hier spielen, dann kann man auch Counter-Strike zusammen spielen oder, keine Ahnung, Dota oder League of Legends oder was man auch immer spielen will, außer Overwatch. Overwatch kann man dann zu sechs spielen aus England, ja. Das hat sich Blizzard nicht gesehen. Genau, und hier ist dann plötzlich noch ein Set und das wird dann eventuell so eine Chill-Area. Also mit Sofas, mit einem Sessel, mit Konsolen, weil wir wollen auch irgendwann was mit Konsolen machen. Also ich persönlich nicht, weil ich finde das scheiße. Aber nagelt mich nicht darauf fest, ja, weil das ist alles noch streng geheim. A, ja, deswegen verraten wir es auch niemanden. Und B, entscheide ich das alles nicht alleine, sondern ich habe nur den Vorschlag gemacht. Ne? Ja, das ist es. So. Würdest du denn sagen, dass das Ganze hier so vorangeht, wie du es dir vorgestellt hast? Oder langsamer oder schneller? Oder? Also vorweg habe ich mir vorgestellt, dass wir das hier alles in einer Woche hinzaubern. Aber oh, das ist optimistisch. Ich war ja doch noch nie auf so einer Baustelle. Ja. Also ich war mal nach dem Abi vom Zivi, habe ich einen Sommer lang auf dem Bau gearbeitet. Aber da habe ich nur Löcher gegraben. Ja, okay. Das ist ein bisschen was anderes und als das hier. Jetzt habe ich richtig viele Sachen gelernt. Ja? Ich habe nicht nur gelernt, wie man richtig sägt. Mit einer Kreissäge, mit einer Stichsäge, mit einer anderen Säge, einer großen, die man festhalten muss und die Laser hat, wenn man runtergeht. Wie man bohrt, mit so einem Bohrer, der fest ist. So, und mit einem Bohrer, der nicht fest ist. Kernbohrung in die Decke. Ich kann mit einem Akkuschrauber kann ich hier alles reinschrauben. Ich kann alles eigentlich. Ich bin eigentlich jetzt der perfekte Handwerker. Ich bin Bonjwa im Handwerk. Bonjwa im Handwerk. Ja, dann wäre es das auch schon wieder mit uns und wir sehen uns wahrscheinlich dann in 3 Wochen wieder, wenn das alles ein bisschen fertiger aussieht hier oder in 2 Tagen, je nachdem. Ja, ich glaube, jetzt geht's schnell. Jetzt geht's also, schnell. Ne, wir müssen ja erstmal innen fertig machen, weil es ja, ist klar. Ja, ne, das Notfallszenario. Jetzt, wir müssen schnell hier rein, weil wir mehr Platz brauchen oder so und dann muss als erstes das drin fertig sein. Und du keinen Bock mehr darauf hast, dass ständig irgendwelche Leute bei dir in der Wohnung rumgeistern. Ja, oder dass sich die Nachbarn die ganze Zeit beschweren, das wird zu laut sein. So auf dem Sack, ey. Ich nehme schon so viel Rücksicht. Nee, komm, anderes Thema. Ja, geil. Ja, das war ein kleiner Einblick in das Studio. Hat sich schon viel getan seit dem letzten Mal. Inzwischen hat sich wieder ein bisschen was getan, aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Wir haben, ich bin so aufgeregt. Ja, am Freitag haben wir wieder einen Tag da gearbeitet und dieses Wochenende vielleicht sogar 2 Tage, wenn alles gut klappt. Ja. Wie Niklas gerade gesagt hat aus der Vergangenheit, jetzt wird es schnell gehen. Ne? Genau, ja, jetzt wird es schnell gehen. Wahrscheinlich. Also wir haben es gespachtelt, so ein bisschen drin. Alter, ich habe am letzten Samstag, habe ich 10 Stunden habe ich durchgespachtelt einfach und ich wollte zwischendurch immer wieder aufgeben, aber am Ende habe ich ein Bier getrunken und dann konnte ich noch 2 Stunden weiter spachteln. Deswegen Bier. Unser neuer Sponsor, beste, jetzt hier. Die beste Lösung. Bonjour Bier. Jetzt weiß ich, warum Bauarbeiter Bier trinken.
Ja. Das hat mir echt... Achso, ja, ich wollte ein paar Sachen auch im Chat ausgreifen. Ich weiß nicht mehr, wer es genau geschrieben hat, weil es einfach so runtergerattert ist. Einmal hat einer geschrieben, aber jetzt nicht irgendwie wie die Rocket Beans, dass ihr immer weiter in den Hintergrund verschwindet. Das Gegenteil ist der Fall. Genau, das Gegenteil ist der Fall, weil das haben wir eben auch analysiert. Und wir wollen eben genau das andere. Wir wollen diese Vierer-Konstellation, von denen wir immer sprechen, also Hauke, Gino, Matteo und Niklas, immer weiter in den Vordergrund stellen. Ganz, ja, weit in den Vordergrund. Ganz, ganz weit in den Vordergrund. Und unseren Content auch, um diese Person fokussieren. Und nicht, dass eben ganz, ganz viele Leute vor der Kamera sind, sondern eben diesen Content noch weiter schärfen mit diesen Personen und dabei unsere Juniors aufbauen. Also Yoshi, Jenny wird es auch zu sehen geben. Der kleine Jens ab und zu auch. Der kleine Jens, der kleine Leon. Ne? Aber genau das Gegenteil. Ja? Live, live, live und live ist live. Und mit diesen Personen. Geht ab, Leute. Dann war noch was anderes. Achso, das Flackern vom Licht. Ne? Das ist natürlich die Frequenz von dem Licht, was da drin ist. Das werden wir dann später nicht benutzen, weil das war jetzt mit einer 25 FPS-Kamera gefilmt, da hat schon geflackert. Mhm. Und unsere Kamera ist ja 60 Frames. Und sieht man quasi alles. Deswegen sind wir auch immer so scharf. Außer manchmal, wenn ich unscharf, das liegt dann an mir und nicht an der Kamera. Ja. Da war noch irgendwas anderes im Chat, was ich aufgreifen wollte. Habe ich aber vergessen. Ja, das sind so die Updates. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten. Ja, eine Sache noch, oh, und ja? zwar zum Studio. Wir werden nicht auf das perfekte Set warten, bevor wir dorthin ziehen, sondern wir haben unsere Prioritäten jetzt ein bisschen umgestellt. Und zwar wird die erste Priorität sein, dass wir im Studio zu fünft spielen können, also zu viert oder zu fünft. Und wie das Ganze denn aussieht, ist uns erstmal egal. Wir nehmen euch quasi mit auf die Baustelle gegen Ende des Monats oder bis Mitte des nächsten Monats. Es gibt noch ein paar Faktoren wie Strom. Strom ist noch nicht verlegt. Vom Internet Vermieter. Muss auch noch gesaved. Wir haben unsere Zugangsdaten vom Internet noch nicht. Ja. Ne? Aber wir werden euch, also die Zuschauer und die Community, werden wir mit auf die Baustelle nehmen und das Ganze zusammen mit euch Schritt für Schritt weiter verbessern und bauen. Ja, unsere Baustelle. Es wird nicht perfekt, denn wir sind nicht perfekt. Wir sind, ne, unser Gino ist perfekt. Wir lügen niemanden an, wir sind das, was ihr seht. Und unser Ziel ist es, Schritt für Schritt immer weiter zu verbessern. Und da, um diesen Wert eben auch darzustellen, haben wir gesagt, Studio, alles klar, es geht los. Erstmal müsst ihr was davon haben. Ja, es bringt doch niemanden was, wenn wir da jetzt unseren Tisch hinstellen und wieder ein Set hinter uns haben, was dann irgendwie toll ist oder toll aussieht, aber wir wieder nur mit zwei Personen dort sitzen können. Deswegen erstmal Rechnerplätze. Wie das aussieht, pff, völlig egal. Genau. Ja, Rechnerplätze, Rechner, die wir abgreifen können und los geht's. YOLO, wir machen neue Formate damit. Ja, überleg mal, wie die Dynamik von unseren Formaten steigen wird, wenn wir irgendwie Minecraft zu viert spielen können oder Counter-Strike zu fünft oder PlayerUnknown's Battleground zu viert oder Destiny 2 zu sechs oder so. Darf ich das ist ja mal nie. Ja. Genau, und deswegen ist die Prio da einfach machen und dann später sieht es schön aus. Einfach mal, dass wir viel Content generieren können mit erst vielen Leuten. Erstmal machen. Ne? Wir sind erstmal machen. Wir machen erstmal. Was machen wir? Wir machen erstmal. Genau, und was ihr jetzt machen könnt, ist uns eure Fragen zu stellen. Ich höre nichts. Gut. Okay, erstmal lese ich kurz Subs vor. Und zwar, Xerana hat subscribed. Vielen Dank mit Twitch Prime. Super. Falkenbob hat resubscribed für 7 Monate und sagt, more safe or YOLO. Tobi640 hat subscribed. Awaldige hat resubscribed mit Twitch Prime für 7 Monate und sagt, Bonjour ist einfach geil. Ronnie MK hat resubscribed für 7 Monate mit Twitch Prime und sagt, Veränderungssupport und Mental-Umzugshilfe. Danke, Matteo. Nur darauf haben wir alle gewartet. Das sagt TobiB90, der auch mit Twitch Prime subscribed hat. Zagat hat resubscribed für 7 Monate Twitch Prime. Creator Hass, achso, das Creator Hass, Entschuldigung. Creator hat subscribed mit Twitch Prime, sagt Bonjour Mental. Dicops hat subscribed für Mental. Isual36 hat resubscribed für 3 Monate, sagt mehr Mental vor der Kamera, top. Und Mother Green hat mit Twitch Prime das erste Mal subscribed und sagt: Ja, Meister. Ja, ey, vielen Dank. Vielen Dank, Leute. Ja, ich freue mich halt total, dass ihr euch freut, dass ich nach Hamburg komme. Ich habe einen neuen Slogan: Bonjour, erstmal machen.
Okay, ich habe noch mehr. Entschuldigung. Sick, jetzt kommt gerade Twitch einen Hype. X-Ride 2010 hat resubscribed für 700 und sagt Sub, die Sub. Nista Dramos hat resubscribed für 500 und sagt Liebe. Auch mit Twitch-Prime und Tevisio hat auch nochmal resubscribed mit Twitch-Prime für 700 und sagt los geht's! Los geht's! Bondra, wir machen erstmal. Ja, wir haben gerade eben gesagt, wir machen Bondra, just do it, das ist es. Und dann so ein Haken, so, weil sie es geschafft haben. So, ja, abgehakt. Kann man, Bondra, kann man ja mal machen. Gut. Alles klar. Achso, hier, wann kommt das nächste Event? Wollten wir nämlich auch noch drüber sprechen. Hatten wir auch schon gesagt, diesen Monat wird es kein Event geben. Unser Event ist die Baustelle. Ja. Da haben wir also, jedes Wochenende Event. Sorry. Ne? Ja. Also im Moment ist einfach keine Luft, um irgendein Event zu planen oder auszuführen. Wir stecken jede freie Minute in. Also es ist ja nicht nur so, dass auf dem Bau gearbeitet wird, sondern auch im Hintergrund arbeiten ganz viele Leute dran, wie die Baustelle überhaupt so organisiert wird. Ja, wie die funktioniert. Genau, ja. Das wurde nämlich gefragt. Darauf wollte ich eingehen. Ah, ja. Da wurde nämlich gefragt, wo kommt eigentlich das Know-how her für die Baustelle? Und das kommt zum einen von Hamu, ne, unserem Hamu, der ist halt Heimwerker-King, und von Simon, ja, dem Chef vom Laboratorium, oder einer der Chefs, ich weiß gar nicht, wie das da ist. Einer vom Laboratorium, sind da zu dritt. Mhm. Ohne Simon wären wir ganz schnell am Arsch auf der Baustelle, muss man auch mal sagen. Ja, Riesendank an Simon. Der ist auch als Bondra Simon mittlerweile unterwegs, auch bei uns im Twitch-Chat. Was der da reingebuttert hat, ja, freiwillig. Auch also, an Know-how und ja. Werkzeug hat er mitgebracht. Alles einfach. Also ohne Sägen, ohne, alles Mögliche. Ja. Boah. Ohne Hamo und Simon, da würde bei uns Strom und Wasser aus derselben Steckdose kommen. Ja. Würdest du aufdrehen? Da hätten wir nichts geschissen bekommen. Ja. Ja, also, ne, die beiden. Richtig, richtig. Genau, ein dickes F für die kommt aus dem Chat. Ja, auf jeden Fall. Also es sind da super viele Leute hinter den Kulissen noch involviert. Auch riesiges Dankeschön an alle, die da einfach mithelfen und dass es langsam alles Form und Gestalt annimmt und wir dann hoffentlich bald von da aus streamen können. Mit Matteo, Fragen. Der denn in Hamburg wohnt. Ja, Fragen. Haben wir eine Dusche oder Bad im Studio? Wir haben Klos, aber eine Dusche haben wir leider nicht. Sonst hätten wir... Wenn wir dann eine Dusche hätten, dann würde ich jetzt schon da drin wohnen. Wir haben nämlich einen Platz hinter der Box auch noch, also hinter der Studiobox. Und da könnte man theoretisch eine Notfallwohnung irgendwie mit einem Hochbett oder so bauen später. Aber dafür bräuchte man dann auf der Seite auch noch einen Wasseranschluss, um dann eine kleine Dusche reinzubauen. Also dann wäre es perfekt. Dann würde ich 24 Stunden am Tag... Okay. Dann würde ich gar nicht mehr nächste Frage, verlassen. Go. Und zwar, jetzt fällt wieder ein Coaching-Format weg. Habt ihr irgendwas, um dagegen zu steuern? Ja, also wir haben ja auf jeden Fall wieder E-Sports-Content von mir, also sowohl das E-Sports-Dojo als auch Honor Reif durch in StarCraft, Warcraft 3 und auch Brood War, denn bald kommt ja auch Brood War Remastered raus. Dort werden wir wahrscheinlich auch nochmal zu zweit reingucken, ne? Also so ein kleines Special Mantle of Honor machen. Da bin ich gespannt. Bin ich auch gespannt. Habe ich jetzt übrigens gerade alleine entschieden. Du fängst nicht mit LOL an. Gino, ist dein Ernst? Gino sagt gerade, er will mit LOL anfangen. Gino, du kannst dich gerade nicht noch unbeliebter machen. Das ist beim Chat, sorry. Gino kann alles, okay? Kannst du ruhig machen, aber ja, nee, es gibt gerade keinen Coaching-Ersatz. Aber Gino, was ist denn, wenn die Academy dann kommt? Bist du denn dann dabei? Ja. Also nein. Gut, dann hole ich mir Jenny wieder. Aber nächste Frage. Lass mal Jenny anrufen. Okay, aber wenn Warcraft 4 kommt. Ja, dann will ich auf jeden Fall. Okay, nächste Frage, komm. Nee, ich hole mir nicht viel Jenny. Zeit. Jetzt, wenn wir das Studio haben, wird dann auch manchmal vor 18 Uhr gestreamt? Versprechen wollen wir nichts. Wir können uns auch nicht darauf festlegen. Also machen wir mal ein Szenario. Ich wohne in Hamburg, nicht unter einer Brücke. Und das Studio ist jederzeit einsatzbereit. Dann kann ich mir absolut vorstellen, einfach mal zu jeder Uhrzeit und an jedem Wochentag da reinzugehen, wenn ich Bock habe, und Zusatz zu den vier Tagen, die wir jetzt schon haben, zu streamen. Aber jetzt kann ich es noch nicht sagen, aber ich habe nichts dagegen. Ja, das ist halt was, das können wir erst sehen, auch wenn der Studioalltag erstmal losgeht. Genau, ja. Weil da muss man erstmal gucken, wie funktioniert denn das alles. Die ganzen Abläufe im Studio müssen wir auch erstmal lernen. Und wenn man das Studio mit einem Mann betreiben kann, so wie hier so über das Board, dann ist da gar kein Problem. Dann gehe ich da rein und mach was. Okay, aber nächste Frage. Okay. Wie sieht es aus, wenn es mit Academy losgeht? Wird es sowas wie Dummy-Gegner benötigt werden für blablabla, also dir helfen irgendwie Leute, die dir bei irgendwelchen Matches helfen sollen als Dummy-Gegner? Wem helfen? Für Videos? Für die Academy? Ach so, nee. Nein. Okay,
irgendwann mal ein kleines Community-Treffen in Frankfurt? In Frankfurt? Ja, ich ziehe doch jetzt um nach Hamburg. Warum wollten ihr jetzt ein Community-Treffen in Frankfurt machen, wo ich nach Hamburg ziehe? Also Hamburger Community-Treffen ist realistisch. Also das, ja genau. Also das nächste Community-Treffen, was auf jeden Fall stattfindet, ist auf der Gamescom. Ja. Also da werden wir am Samstag sehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall werden wir das machen, egal. Ja, das genau. Das Community-Treffen ist auf jeden Fall auf der Gamescom. Und wenn wir unser Studio haben und dann erstmal alle hier in Hamburg sind, dann können wir auch mal irgendwie darüber reden, alle paar Monate ein festes Community-Treffen zu machen, wo wir uns halt mit euch treffen. Ja, aber in Hamburg. Und, ja, sag ich ja. So. In Frankfurt gibt es keine Community-Treffen, da ist nichts mehr jetzt. Okay, nächste Frage. Zukünftige Versorgungspakete, sollen die ans neue Studio geschickt werden oder noch an Niklas? Aktuell noch hierhin. Also zu Niklas. Und sobald wir dann live sind aus dem Studio, dann dorthin. Er hebt dort die Pakete auf und schickt die, wenn wir die Streaming-Woche im Studio starten, alle dahin. Dann können wir die alle da drin auspacken. Das ist noch schlauer eigentlich. Das am besten, bevor jetzt hier voll viele landen und dann müssen wir die rüberschleppen dann am Ende noch. Dann jetzt noch eine diepe Frage und zwar, wie sieht es mit eurer Finanzierung aus? Rentiert sich das langfristig, sodass mehrere Festanstellungen bei Bonn rumkommen können? Das wissen wir natürlich nicht, wie das aussieht, aber wir hoffen es natürlich. Wir haben für uns auch festgelegt, dass wir kein Riesenunternehmen werden möchten, wenn wir weiterhin finanziellen Erfolg haben. Also wir möchten gar nicht so groß wie die Rocket Beans werden, sondern wir möchten familiär bleiben und jeder soll jeden kennen. Also wir reden so von einer maximalen Arbeiteranzahl von um die 15 Menschen, ja, inklusive Gesellschafter. Größer wollen wir nicht werden, denn zum einen wollen wir ein familiäres Klima. Es soll sich einfach jeder kennen und zwar gut kennen. Und darüber hinaus möchten wir flexibel bleiben und innovativ. Das heißt, wir möchten immer die Möglichkeit haben, schnell neue Dinge auszuprobieren, wie wir es jetzt auch machen. Und je größer man wird als Unternehmen, desto schwieriger wird es. Das sieht man ja an allen großen Spieleschmieden zum Beispiel. Man sieht ja Blizzard oder Activision, na, ist das Gleiche. Oder, keine Ahnung, wer macht FIFA und alles? Electronic Arts? EA. Diese ganzen großen Gaming-Konzerne, die bringen halt keine Innovation. Die suchen sich die guten Sachen, die funktionieren, setzen die zusammen und verpacken die in ein Spiel, was dann einfach sehr gut ist, weil die das Know-how haben, das zu machen. Aber die Innovation kommt von den Indies. Also wenn ihr an Bonver denkt, dann solltet ihr eher an ein Indie, an eine Indie-Gaming-Schmiede oder an ein Indie-Label denken, als an Blizzard Entertainment oder Electronic Arts. Das ist unser Ziel. Ja, und mit wachsender Größe verliert man immer ein Stück mehr Persönlichkeit, weil das alles gestreut wird auf die ganzen Leute und das wollen wir halt nicht. Wir wollen halt einfach so persönlich wie möglich bleiben und einfach mit euch so ganz normal interagieren können und nicht über 15 Ecken, dass wir dann dem Rat sagen müssen, er soll den Community-Leuten irgendwas sagen, sondern es soll einfach direkt immer von uns kommen. Ja, und ja, ob sich das langfristig rentiert, ob das möglich ist, das gucken wir dann. Auf jeden Fall ist das unser Ziel, ja. Und wir können jetzt Matteo nach Hamburg holen, wir können ihm also auch ein Gehalt zahlen, damit er hier leben kann. Es geht voran. Was wir aber auch immer wieder sagen müssen, ist, wir haben überhaupt nicht den Anspruch, reich zu werden. Uns ist Geld eigentlich nichts wert. Wir möchten nur so viel Geld verdienen, dass wir nicht andauernd darüber nachdenken müssen. Für uns ist die Priorität nämlich eine ganz andere, nämlich einfach, dass wir glücklich sind. So messen wir unseren Erfolg. Also, dass wir selbst glücklich sind und dass möglichst viele Personen um uns herum glücklich sind. So misst Bonver seinen Erfolg und ja, gleichzeitig, wir müssen Geld verdienen, damit wir eben nicht die ganze Zeit daran denken müssen, ne, um eben diese Basis zu schaffen. Das ist das Ziel in dem Bereich. Sehr schöne letzte Worte und deswegen lese ich es nochmal zum Ende, während die ganzen Herzen im Chat fliegen, nochmal ein paar Subs vor. Und zwar hat noch der gute Quotenheld hat resubscribed mit Twitch Prime für 700 und sagt wup wup. Elfi Ümmel hat frisch subscribed mit Twitch Prime. Dann Kusa 789 hat subscribed mit Twitch Prime, sagt RBTV-Hype, oh wait. Dann hat der Ichigoni Trinkel da gelassen für 10 Euro und sagt Mäntel nach Hamburg. Und Honey Badger SC hat auch nochmal subscribed mit Twitch Prime, sagt ganz großes F für alle, die an Bonger beteiligt sind. Herzchen. Xzack 18 hat auch nochmal subscribed und sagt Let's go. The Mr. Horner hat auch nochmal frisch subscribed mit Twitch Prime und sagt erstmal subscriben, erstmal machen. Rico 24 hat subscribed mit Twitch Prime für 4 Monate. Darfok 93 hat auch nochmal subscribed mit Twitch Prime. Vielen lieben Dank. Ja, danke schön für den ganzen Support. Leute.
Und dann auch für die ganzen Nachrichten. Erstmal machen, dann gucken. Erstmal machen, dann gucken. Ja. Ja, das war's mit dem Bonjour Briefing. Bitte jetzt dranbleiben, denn direkt im Anschluss werden... Oh, hier noch eine wichtige Frage, die immer wieder auftaucht, nämlich, wie sieht's mit der Belüftung Klima im Studio aus? Das fragen nämlich alle möglichen Leute, die dann irgendwie, ne, ja, denken wir natürlich dran. Wir sind nicht dumm, Leute. Es wird Lösungen geben dafür. Ah ja, also ja, okay, wir sind schon dumm, aber wir haben Simon und Hamo, die sind nicht dumm. Genau. Und wir arbeiten da bereits an Lösungen. Es kann sein, dass wir den ersten Sommer erstmal Sauna machen, ne? Weil es, vielleicht geht es noch nicht so perfekt, wie wir uns das vorstellen. Wir können den Kühlschrank reinstellen, die Tür einfach auflassen. Das wäre unsere Lösung. aber wir denken natürlich dran. Wenn es Updates zur Lüftung gibt, dann teilen wir euch auch mit. Wir sehen uns jetzt schon mit dem Kühlschrank drin. Ganz kurz, eine wichtige Sache: Blechfaust hat auch noch für 27 Monate Subscribe. Alter Schwede, 27. Was? Es heißt natürlich The Mr. Homer und nicht Honer, ich habe mich verlesen. Und Spliffy hat auch nochmal Trinkgeld für 10 Euro da gelassen und sagt: Bonjour! Ja, so. Mr. Homer ist doch Malte. So, ja, nice. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Zum 1000. Mal sage ich es jetzt. Und jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung und dann geht's weiter mit Klotz und Kante versus Community. Wir werden ein 2-stündiges Mini-Event machen, bei dem Gino und ich gegen euch spielen. Es wird so im Sinne von dem 25-Stunden-Event sein. 2 verschiedene Teams bauen sich kurz auf und dann gibt's aufs Fressbrett. Bleibt dran, bis gleich. Viel Spaß. Peace out. Matteo? Ja? Möchtest du vielleicht Bonjour unterstützen? Nein. Möchtest du denn vielleicht sehen, was ich hier in meiner linken Hand habe? Ja. Aber dann musst du zuerst auf unserem Twitch-Kanal subscriben. Okay. Wenn du Amazon Prime hast, kannst du übrigens zusätzlich einmal kostenfrei im Monat subscriben. Okay, ich hab's gemacht. Was hast du in deiner linken Hand? Gino! Unseren Sub-Button findet ihr auf www.twitch.tv/bonjour. Bonjour wird unterstützt von Twitch, der Twitch-App, Lootchest und von euch, der Bonjour-Community. Und guter Laune, denn alle VODs findet ihr zuerst auf Twitch in der Videorubrik unter www.twitch.tv/bonjour/videos. Pro Woche sind 2 der VODs übrigens nur exklusiv auf Twitch verfügbar und nirgendwo anders. Lohnt sich also. 1, 2, 3, gute Laune!